Taiwan. Wir sind hier bei Asus und haben das neue Zenfone 3 in der Hand. Ein schönes 5,5 Zoll Smartphone. Es gibt noch zwei andere Modelle, größer und noch mal größer. Das ist hier das Grundmodell mit einem günstigen Preis und trotzdem sehr gute Flächendaten, wie zum Beispiel 4 GB RAM und einen schnellen 8 Kernprozessor. Bevor wir aber weiter über die technischen Daten reden, schauen wir uns das Gerät erstmal von außen an. Wie zum Beispiel hinten sehen können, wir haben ein Fingerabdrucklesegerät hier, eine schöne 16 Megapixel Kamera, die etwas hervorsteht, ein Lasersensor und noch zwei, wie ihr sehen könnt, hier noch kleine Blitzlichter, das Asus-Logo, was hier komplett nicht eingraviert ist, sondern aufgedruckt ist, unter dem Glas, was hier mit 2,5 Zoll abgerundet ist, schön auf der Rückseite und auf der Vorderseite auch mit Gorilla Glass 4 Technologie. Ein wunderschön dünnes Gerät hier, das Asus, mit einem An- und Ausschalter-Lautstärkeregler hier, den man klar fühlen kann auf der Seite, ein Metallgehäuse, damit es sich schön anfühlt. Dann haben wir oben noch den Kopfhöreranschluss mit dem Mikrofon und auf der nächsten Seite haben wir noch einen 2-SIM-Karten-Slot bzw. 2-SIM-Karten-Slot, kann auch als Micro-SD-Karten-Slot benutzt werden in bestimmten Ländern. Dann haben wir hier einen Type-C USB 3.0-Anschluss und ein Mikrofon bzw. einen Lautsprecher. Das sind hier übrigens immer die Antennen hier oben und unten mit den kleinen Strichen. Und wenn wir von vorne das Gerät nochmal anschauen, haben wir hier die externen Android-Knöpfe bzw. 8-Megapixel-Kamera noch mit Lautsprecher und ein paar Sensoren dazu. Das Gerät gibt es in 4 Farben zu kaufen, wie ihr sehen könnt, hier in Gold. Im Hintergrund seht ihr das Gerät in Weiß zum Beispiel und in Schwarz wird es das auch geben. Dann, wie ihr sehen könnt, das Ganze läuft schön schnell mit 4 GB RAM, wie erwähnt, und den 8-Kern-Prozessor von Qualcomm, den 625, mit auch einem schnellen Gaming-Prozessor drin. Und wenn ihr hier das Gerät anschaut, dann könnt ihr auch noch erkennen, dass das Produkt hier wunderschön schnell nochmal ist mit den ganzen Apps, die vorinstalliert sind. Aber wenn wir die Kamera nochmal uns anschauen, dann seht ihr auch hier, dass die vordere bzw. hintere Kamera hier auch noch wirklich schön schnell ist von der Geschwindigkeit her. Und wir können hier noch manuell ein paar Dinge einstellen. Wenn wir die Kamera nochmal umdrehen, dann seht ihr die vordere Kamera, wo ich dann hier im Bild auch noch drin bin, ganz kurz mit 8 Megapixel und 85 Grad Weitwinkelkamera. Und das war es auch schon mit dem ganz kurzen ersten Eindruck zum schönen neuen Asus-Smartphone, das ein bisschen größer ist als ein normales Samsung Galaxy S7, aber mit dem SD Match werden wir noch ein separates Vergleichsvideo hier machen bei den schönen, hier aus Taiwan von der Comtex 2016 mit dem neuen Asus Zenfone 3. Das war das ganz kurze erste Eindruck-Video. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr es zugeschaut habt. Thank you.